Ja, vielen Dank. Ich würde kurz die Gelegenheit nutzen. Ich habe bis Ende März eine Maskenbefreiung aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe die auch in der Hosentasche stecken, deswegen laufe ich hier ohne Maske rum seit gestern. Genau. Ja, jetzt zur eigentlichen Sache. Der Antrag Münchner Straße, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag zur Münchner Straße ist inzwischen gut abgelagert. Er hat aber in seiner Aktualität dennoch nichts verloren. Die Münchner Straße steht exemplarisch für die zunehmende Konkurrenzsituation zwischen Fuß-, Rad- und Autoverkehr in Dresden. Es kommt dort immer wieder zu gefährlichen Situationen, bei denen die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt sind. Und das wollen wir mit unserem Antrag ändern. Im Bauausschuss gab es bei einer Mehrheit der Punkte des Antrages große Zustimmung. Aber wir sind uns sicher, da geht noch was, und deswegen haben wir einen Ersetzungsantrag eingebracht, der nochmal alle Punkte zusammenbindet. Und wir erbitten heute Ihre Zustimmung, damit die Sicherheit von allen VerkehrsteilnehmerInnen entlang dieses Streckenabschnittes erhöht werden kann. Und für alle, die immer noch denken, dass die von uns geforderten Punkte im Stadtbezirks- und im Stadtbezirksbeirat Dresden-Plauen ergänzten Punkte nicht so wichtig sind oder übertrieben sind, denen empfehle ich, sich mal zu Fuß zu begeben und mit dem Rad oder zu Fuß am Verkehr teilzunehmen. Sie werden dann ganz schnell herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn man als Radfahrer von Autos mit hoher Geschwindigkeit und viel zu geringem Abstand überholt wird, weil die Autofahrer sich zum Beispiel gerade ein Wettrennen mit der Straßenbahn liefern, die ja dort auf dieser Straße unterwegs ist. Ich weiß übrigens heute tagesaktuell auch noch mal, wie es sich anfühlt, mit viel zu geringem Abstand von einem Autofahrer überholt zu werden. Ich schaue da ganz konkret in Ihre Richtung, Herr Müller, mit Ihrem Auto der Firma Stölzer. Sind Sie heute im Abstand von ungefähr 50 Zentimeter an mir vorbeigefahren bei gleichzeitigem Gegenverkehr auf dem Messering 16 Uhr. Vielen Dank dafür. Ich habe da gleich noch mal eine Auffrischung bekommen. Ja, was uns vorschwebt, ist ein generelles Tempolimit auf der Münchner Straße, was zudem regelmäßig kontrolliert wird, was sehr sicherlich dazu führen wird, dass das Sicherheitsgefühl von Radfahrerinnen und Fußgängern deutlich erhöht wird. Wenn man dann immer noch der Meinung ist, dass es dieses Antrages nicht bedarf, dann kann man auch mal sein Glück als Fußgänger probieren und zum Beispiel von der Schumannstraße kommen, die Münchner Straße überqueren, und wird dort feststellen, dass man also bis zur Fahrbahnmitte laufen muss, um überhaupt in die Straße einsehen zu können, um sie dann sicher überqueren zu können. Und dort sind ganz dringend Fußwegvorstreckungen nötig und natürlich auch teilweise Parkverbote, um einfach besser einsehen zu können in die Straße. Ebenfalls empfehlenswert ist es mal, mit der Straßenbahnlinie 3 zu fahren und am Nürnberger Platz auszusteigen. Die Fahrtrichtung ist dabei völlig egal. Die Straßenbahntüren öffnen sich und man versucht, aus der Straßenbahn auszusteigen, und wirklich regelmäßig kommen Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit angefahren und beachten die Straßenbahn mit den geöffneten Türen nicht. Und das Sicherheitsgefühl ist extrem eingeschränkt. Man kann also sagen, dass sogar die Ampelschaltung auf dem Nürnberger Platz regelrecht ÖPNV und FußgängerInnen feindlich ist. Und das muss sich dringend ändern. Und ein weiterer Tipp ist ein Bibliotheksbesuch in der Bibliothek Südvorstadt, die ja als Bibliothek des Jahres im letzten Jahr auch ausgezeichnet worden ist. Und wenn Sie diese Bibliothek verlassen und vielleicht sogar kleine Kinder dabei haben, werden Sie ganz schnell feststellen, dass dort auf diesem schmalen Fußweg wirklich es problematisch ist, wenn ein Kind dann zum Beispiel da selbstständig sich rausbewegt aus der Bibliothek und vielleicht auf die Straße läuft. Und deswegen wollen wir dort sehr gerne eine Abgrenzung zur Straße installiert wissen, ein Schutzgeländer. Ja, ein Punkt, in dem im Bauausschuss große Einigkeit bestand, das ist die Schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit für Schulkinder, Höhe Würzburger Straße. Dort ist es also wirklich sehr schwierig, kann man sich früh sehr gut angucken. Kinder, die aus den Wohngebieten kommen und zur 49. Grundschule gehen wollen, müssen also erst auch wieder über diese Münchner Straße drüber, wo man sehr schlecht einsehen kann. Dann kommen sofort die Straßenbahngleise, dann kommt die Promenade in der Mitte der Münchner Straße, wo sehr viele RadfahrerInnen unterwegs sind. Dann kommt das nächste Straßenbahngleis und dann nochmal die Münchner Straße auf der anderen Seite. Das ist also wirklich für Erst- und Zweitklässler eigentlich nicht zu bewältigen. Aber da gab es ja zum Glück große Einigkeit im Bauausschuss. Ja, aber auch die Autofahrer selbst haben auf der Münchner Straße mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das sieht man regelmäßig, wenn die die kleinen Querstraßen benutzen. Man sieht einfach die Straßenbahn oder auch andere VerkehrsteilnehmerInnen viel zu spät. Die Geschwindigkeit ist einfach zu hoch, mit denen die Autos da angefahren kommen oder die Zweiräder. Die Promenade und einfach die Bäume erhöhen dort einfach die, ein
Ausblicksmöglichkeit. Und auch da ist wieder ganz klar, eine Herabsetzung der Geschwindigkeit würde sich sehr positiv auswirken. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an den Stadtbezirksbeirat Dresden-Plauen für die sehr wertvollen Hinweise, die wir alle aufgenommen haben. Und vielen Dank auch nochmal an Ulrike Kaspari, Grüne Fraktion, für die Punkte 11 und 12. Dankeschön. Damit ist die Redezeit beendet und der Ersetzungsantrag eingebracht. Und jetzt hätte Frau Kaspari das Wort. Sehr geehrte Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier und im Livestream. Die Münchner Straße, ich glaube, wir kennen sie alle. Es ist eine wichtige Verbindungsstraße. Der Autoverkehr, das läuft eigentlich ganz gut. Der Fußverkehr mit all den Hindernissen, dass die Überquerung schwierig ist, wie meine Vorrednerin gerade erklärt hat, sehr gut eingebracht in diesem Antrag. Der Radverkehr, für den gibt es eigentlich gar keine Lösung an der Münchner Straße. Im Stadtbezirksbeirat Plauen war in einer Sitzung ein Schulkind da. Er hat berichtet, was es für ihn bedeutet, jeden Tag diese Straße entlang zu fahren mit dem Fahrrad. Hinter sich die drängelnden Autos, weil einfach auf der einen Seite die parkenden Autos sind, auf der anderen Seite der Fußweg, der Mittelstreifenbordstein. Und es ist einfach viel zu schmal, um an dieser Stelle an einem Fahrrad vorbeizufahren. Das heißt, von hinten wird gedrängelt, die Autos wollen gern schneller fahren und davor das Schulkind. Die bündnisgrüne Ortsgruppe in Plauen hat verschiedene Bürgerbeteiligungsformate in Plauen durchgeführt. Sie wollten gerne wissen, was sagen die Plauener eigentlich selbst zum Radverkehr in ihrem Stadtteil. Zur Münchner Straße wurde als eine der Hauptkonfliktstellen genannt. Es kamen 181 Meldungen von BürgerInnen genau zu dieser Straße. Deshalb haben sie dann in der Mobilitätswoche nochmal eine Aktion gemacht, auch an der Münchner Straße. Und es ist immer das Gleiche. Die Leute, die kommen, sagen, hier gibt es ein Problem. Wir sind sehr unzufrieden, das belastet uns. Wir würden gerne dort Änderungen sehen. Das ist dringend notwendig. Die Ergebnisse der ganzen Bürgerbeteiligung werden morgen vorgestellt. Was wir wollen und was uns wichtig ist und als Grüne und auch eben den Grünen in Plauen, ist, dass mit den BürgerInnen gemeinsam geguckt wird, wie soll ein Stadtteil sich entwickeln, was ist dort wichtig vor Ort, was wollen die. Der Antrag der Linken fasst das sehr gut zusammen und deshalb stimmen wir auch mit allen diesen Punkten natürlich überein. Im Stadtbezirksbeirat Plauen wurden verschiedene Ergänzungen eingebracht, wie die Vorrednerin schon sagte, auch von den Grünen. Und einer der wichtigsten Punkte, der eingebracht wurde, ist für mich der untere Abschnitt der Münchner Straße. Der untere Abschnitt der Münchner Straße ist sehr dicht befahren mit Kfz-Verkehr. Es fahren sehr viele Fahrräder dort. Und es gibt Mischverkehr. Das ist eigentlich völlig unzulässig. Nach der Ära, also den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, die gelten und auch eigentlich in Deutschland umgesetzt werden müssten, müsste dort eine Trennung sein. Wir Grüne sehen, dass die Maßnahme 665 im Radverkehrskonzept. Das ist eine Maßnahme, die einen Teil der Münchner Straße betrifft. Wir fordern, und das ist eben im Antrag aufgenommen worden, dass diese Maßnahme auf den gesamten Bereich der Münchner Straße ausgedehnt wird, eben auch auf den unteren Teil der Münchner Straße, wo eben auch so viel Kfz-Verkehr ist und so viele Radfahrende sind. Und da geht es nur um eine Sache. Es soll eine regelkonforme Lösung gefunden werden. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das nicht will. Wir Grüne stehen für die Verkehrswende. Wir wollen damit erreichen, dass sich Menschen, BürgerInnen in Dresden entscheiden können, welches Verkehrsmittel sie wählen, frei, auch das Fahrrad, ohne Angst zu haben. Darum geht es für uns. Deshalb frage ich Sie,
Wie wichtig ist Ihnen eigentlich das Ziel der Straßenverkehrsordnung, Null Verkehrstote? Das heißt ganz einfach, dass Maßnahmen umgesetzt werden, die die Anzahl der Getöteten oder Schwerverletzten möglichst reduzieren. Das ist zum Beispiel regelkonforme Radwege oder Radverkehrsanlagen an der Münchner Straße. Deshalb ist uns das so wichtig. Wir stehen dafür. Wir wollen das. Wir wollen Sicherheit und wir wollen, dass sich die Menschen an der Münchner Straße, die dort fahren, auch mit dem Fahrrad, auch Schulkinder, dass sie sich sicher fühlen. Ich hoffe auf eine breite Zustimmung erneut zum Antrag, den wir Grünen sehr unterstützen. Und noch einen letzten Punkt möchte ich Ihnen sagen, was uns als grüne Fraktion ganz klar ist. Für uns ist die Sicherheit von Fußgängern oder Radfahrenden wichtiger als Parkplätze. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank. Soweit Frau Kaspari für die Fraktion Grüne. Jetzt hätte Herr Laczynski das Wort. Hat sich erledigt? Okay. Damit wäre die Fraktionsrunde abgeschlossen. Ich darf trotzdem noch mal fragen, wird noch das Wort gewünscht? SPD-Fraktion? Das ist nicht zu erkennen. FDP? Herr Böhm? Ja. Dissidenten? Freie Wähler? Dann Herr Böhm und dann noch Herr Nitsche. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ich will Sie ja ungern kritisieren, aber nach zwei Rednern ist die Fraktionsrunde sicherlich noch nie abgeschlossen, sondern die beginnt eigentlich jetzt erst. Unabhängig davon, Verkehrssicherheit entlang der Münchner Straße klingt wieder als ein ganz wichtiges Thema, als ob dort große Gefahrenstellen wären. Aber nun mal zu den Fakten. Für den Bereich der Münchner Straße ergeben sich von 2016 bis 2020 9 Unfälle allein mit alleinbeteiligten Radfahrern, 6 Unfälle Radfahrer mit Autos, die sind sicherlich zu viel, und 1 Unfall mit Fußgänger. Und das war's auf der Münchner Straße. Und wenn die Verwaltung den Stadtratsbeschluss für das Einpflegen des Unfallatlases zum Themenstadtplan schon umgesetzt hätte, dann könnten wir uns die Zahlen und Orte jetzt genau ansehen. Es handelt sich demnach weder um einen Unfallschwerpunkt für Radfahrer noch für andere Verkehrsteilnehmer. Insoweit bedarf es dieses Antrags eigentlich nicht. Und ich habe es vorhin schon gesagt, mit noch mehr derartigen Anträgen werden wir das Radverkehrskonzept, so wie es beschlossen ist, nicht umsetzen, zumindest nicht zeitnah. Aber nun sollte mehr Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer uns allen ein wichtiges Anliegen sein. Wir haben uns daher den Antrag näher angeschaut und haben einzelnen Punkten zugestimmt und uns ansonsten enthalten oder abgelehnt. Das werden wir jetzt ebenso tun. Wenn also der Ergänzungsantrag zur Abstimmung kommt, dann würde ich punktweise Abstimmung verlangen. Und zuletzt noch die Frage an Bürgermeister Kühn. Warum wurde denn eigentlich der Stadtratsbeschluss für das Einpflegen des Unfallatlases bislang nicht umgesetzt? Denn meine Kenntnis vom Eigenbetrieb IT ist, dass das problemlos mit entsprechendem Auftrag aus Ihrem Haus hätte gemacht werden können. Danke. Möchte der Kollege Kühn dazu Stellung nehmen? Reiche ich schriftlich nach. Das habe ich jetzt akustisch nie verstanden. Ich reiche die Antwort schriftlich nach. Gut, dann hätte jetzt noch Herr Nitsche das Wort. Bitte schön. Ja. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, während die einen hier im Stadtrat sagen, wir stehen für die Verkehrswende, darf ich sagen, wir Freien Wähler, wir stehen für Sicherheit und für Individualität und das auch im Straßenverkehr.
Meine Damen und Herren, wir haben gerade schon gehört, gibt es eine Unfallhäufung? Nein, es gibt keine Unfallhäufung. Die Münchner Straße ist, und das zum Erstaunen wahrscheinlich von vielen, eine der relativ sicheren Straßen hier in Dresden. Und wir werden es genauso halten wie die CDU. Wir werden punktweise abstimmen. Deswegen vielen Dank für Ihren Antrag diesbezüglich. Wenn wir zustimmen werden, wie zum Beispiel beim Punkt 4 oder beim Punkt 7 oder auch beim Punkt 2, dann liegt das daran, dass wir mit der Zustimmung bei diesen Punkten eine Erhöhung der Sicherheit erreichen wollen. Was wir aber zum Beispiel nicht wollen, das ist den Wegfall von Parkplätzen in größerem Maßstab oder die Einführung eines Anwohnerparkens durch die Hintertür, wie zum Beispiel im Punkt 12. Dieser Punkt ist, und das geht dann halt eben dort nochmal so ein kleines bisschen unter, die ist im Grunde genommen das Einfallstor für die Einführung des Anwohnerparkens in Plauen, wo dann wahrscheinlich auch permanente Kosten auf die Bevölkerung bzw. die Autobesitzer drauf zukommen werden. Das werden wir nicht mitgehen. Und in diesem Fall wird es auch nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Vielen Dank. So, Frau Kaspari, bitte. Ich will an der Stelle noch auf Folgendes hinweisen. Sie können ruhig gern schon vorkommen, bevor wir in die Abstimmung eintreten. In der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses ist noch beschlossen worden, Bezugnahme auf die novellierte allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung mit dem Monat oder mit der Formulierung Sommer 21. Diese ist aber im November 21 novelliert worden. Das müsste ich Sie bitten, dass das seitens der Einreicher des Ersetzungsantrages noch übernommen wird, damit es dann auch korrekt beschlossen ist. Da bräuchte ich noch mal ein Signal. Okay, vielen Dank. Dann Frau Kaspari noch mal. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einen Hinweis zu den Unfallschwerpunkten hier anbringen. Ja, vielleicht gab es nicht so viele Unfälle dort, aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In Weixdorf an der Königsbrücker Landstraße gibt es eine Stelle, an der kämpfen seit Jahren die Eltern dafür, dass dort ein Fußgängerüberweg entsteht. Dort gibt es ganz wenige Unfälle. Dort gibt es eigentlich gar keine Unfälle. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist so gefährlich, dass die Eltern lieber ihre Kinder mit dem Auto über die Straße bringen oder jemand organisieren, der sie über die Straße begleitet. Und keiner hat Lust, dort zu queren. Es ist unübersichtlich, es ist dicht befahren, es ist einfach schwierig. Und natürlich passiert dann auch nichts. Und solche Stellen haben wir viele in der Stadt. Stellen, an denen es einfach so dichter Verkehr ist, so unübersichtlich ist und so schwierig ist, alleine als Kind zu gehen, dass es nicht möglich ist. Und als Erwachsener meidet man das. Als Fahrradfahrer fährt man da nicht. Und das ist auch an der Münchner Straße, wenn... Deswegen möchte ich Ihnen sagen, dass die Zahl der Unfallfälle nicht ausschlaggebend dafür ist, ob es notwendig ist, was zu machen oder nicht. Und was eben eine Rolle spielt, wenn man wirklich Freiheit will, der Verkehrsmittel, dann muss man den Leuten eine gefühlte Sicherheit bieten. Das heißt, sie müssen sich auf ihrem Fahrrad sicher fühlen. Auf der Münchner Straße fühlt man sich nicht sicher. Ich bin dort gefahren mit dem Auto, vor mir ein Fahrrad, das ständig in jede Bucht reinfährt, damit ich vorbeifahren kann. Und ich dachte mir, bedränge ich die jetzt noch? Ich bin dort oft mit dem Fahrrad gefahren, hinter mir hupt's und drängelt's. Da fühle ich mich doch nicht sicher. Und das meiden viele Leute, viele Menschen haben davor Angst. Und das macht, dass sie nicht Fahrrad fahren können. Und das ist genau das, was wir Grünen nicht wollen. Wir wollen, dass sie sich frei entscheiden können, auch für das Fahrrad. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen verändern, auch an der Münchner Straße. Genau deshalb unser Punkt, regelkonforme Fahrradanlagen. Und das ist ERA, das ist ein Standardwerk. Das ist das, was in Deutschland umgesetzt werden muss. Da steht es drin, wir brauchen das. Vielen Dank. So, wenn jetzt das Wort nicht mehr gewünscht ist, und das kann ich zumindest von hier aus, bitte Herr Böhm.
Ach, das mal gleich von hier. Es wird ja wieder so das Feindbild vom Fahrradfahrer und vom Autofahrer aufgemacht. Also ich glaube, Frau Kaspari und ich, wir fahren beide sehr viel Fahrrad. Ich sage es ja unumwunden, mein größter Feind ist nicht das Auto. Mein größter Feind sind andere rücksichtslose Radfahrer. So, bevor Sie jetzt neue Debatten ergeben, treten wir jetzt, glaube ich, schnell in die Abstimmung ein. Und dann haben Sie sich auch die Pause verdient. Und es wurde punktweise Abstimmung beantragt. Ich darf noch mal darauf hinweisen, mit Blick in die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses, bei den Punkten 1, 3 und 11, wer hier zustimmt, lehnt ab. Bei dem Ersetzungsantrag, genau. So, und die Einreicher hatten bereits festgestellt, dass sie hier noch eine Änderung übernehmen, nämlich im Beschlussvorschlag den November 21 statt Sommer 21. Gut. Gut, also Sie stimmen jetzt über den Ersetzungsantrag ab, aber auch hier wurde punktweise Abstimmung gewünscht. Ich rufe also auf Punkt 1, Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Geschäftsordnungsantrag, Herr Karten, bitte. Herr Kaden begehrt, ich trage es noch mal laut vor, dass der Text, der im Beschlussvorschlag vor dem Punkt 1 des Ersetzungsantrages steht, auch separat abgestimmt wird. Also rufe ich zunächst die Präambel oder den Vortext zu den Beschlusspunkten auf. Wer also dem Vortext im Ersetzungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Die Gegenprobe? Enthaltungen? Ja. 29 Ja-Stimmen und 30 Nein-Stimmen ist das abgelehnt. Und ich rufe Punkt 1 des Ersetzungsantrages zur Abstimmung auf. Wer hier zustimmen? Geschäftsordnungsantrag, Herr Scholbach. Ja, das schien mir hier gerade etwas unübersichtlich zu sein. Und deshalb würde ich hiermit Wiederholung der Zählung beantragen. Es wurde Wiederholung der Zählung beantragt und Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger. Herr Blödner? Entschuldigung, ich würde darum bitten, wenn Sie Ja oder Nein rufen, die Masken abzunehmen. Das ist hier vorne ohne Mikrofon einfach schlecht zu verstehen. Vielen Dank. Und danach dürfen Sie die Masken gerne wieder korrekt aufsetzen. Herr Blödner? Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns? Herr Breuer? Frau Kaspari? Herr Kolditz? Nicht da. Frau Dagen? Herr Dr. Deppe? Herr Dietze? Herr Drews? Herr Engel? Frau Filius Jene ist nicht da. Herr Fischer? Herr Flemming? Frau Frohwieser? Frau Dr. Geitsch? Herr Genschmer? Herr Gilke? Herr Göhler? Frau Kraul, Herr Hannig, Herr Hans, Frau Hanser,
Herr Hase? Herr Hecht? Frau Holowenko? Herr Kaden? Herr Kiesling? Frau Krause? Nils Gröber? Herr Krüger? Herr Laczynski? Leo Lenz? Herr Lichti? Herr Lommel? Herr Löser? Herr Maloney? Frau Marschner? Herr Mattes? Frau Mühlbach? Frau Mühle? Herr Müller? Frau Nikolov? Herr Nitsche? Herr Pinkert? Herr Rentsch? Frau Schanetzki? Frau Schewe? Herr Schmählich? Herr Schmidt? Herr Scholbach? Frau Dr. Schöps? Herr Dr. Schulte-Wissermann? Herr Schulze? Frau Siebeneicher? Frau Sturm ist nicht da. Herr Vetterlein? Frau Dr. Vogel? Frau Wagner? Frau Walter? Frau Wendt? Herr Wiedemann? Herr Wirtz? Und Herr Zastro? Herr Wirtz? Ich habe 14. So, es gibt ein verändertes Ergebnis, das ändert aber nichts an dem Gesamtergebnis. Jetzt hatten Sie mit 30 Ja bei 31 Nein-Stimmen über den Text vor Punkt 1 abgestimmt. Insofern gab es dafür keine Mehrheit. Und ich rufe jetzt Punkt 1 des Ersetzungsantrages auf. Wer Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Gut. 30 Ja und 31 Nein-Stimmen abgelehnt. Ich rufe Punkt 2 zur Abstimmung auf. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich ums Kartenzeichen. Die Gegenprobe? Enthaltungen? Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Und ich rufe den Punkt 3 des Ersetzungsantrages auf. Wer stimmt mit Ja? Vielen Dank. Die Gegenprobe? Und Enthaltungen gibt es nicht. 30 Ja und 31 Nein stimmen in Punkt 3. Und ich rufe Punkt 4 auf. Wer stimmt mit Ja? Die Gegenprobe? Enthaltungen? Punkt 4 ist damit mit 61 Ja-Stimmen bei 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen bestätigt. Und ich rufe Punkt 5 auf. Wer stimmt zu? Vielen Dank. Die Gegenprobe?
Enthaltungen? 41 Ja und 20 Nein-Stimmen für Punkt 5. Und ich rufe Punkt 6 auf. Wer stimmt zu? Die Gegenprobe? Enthaltungen? Und Punkt, ebenso bei Punkt 6, 41 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Ich rufe auf Punkt 7, wer stimmt zu? Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Bei 57 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen ist Punkt 7 bestätigt. Und ich rufe auf Punkt 8. Wer stimmt zu? Die Gegenprobe? Gibt es Stimmenthaltungen? Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 4 Stimmenthaltungen bei Punkt 8. Und ich rufe Punkt 9 auf. Wer stimmt Punkt 9 zu? Vielen Dank. Die Gegenprobe? Gibt es Stimmenthaltungen? Punkt 9 ist damit mit 33 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen bestätigt. Und ich rufe auf Punkt 10. Wer stimmt mit Ja? Vielen Dank. Wer stimmt mit Nein? Gibt es Stimmenthaltungen? Ja. Punkt 10 ist mit 41 Ja, 16 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen damit mehrheitlich bestätigt. Und ich rufe Punkt 11 auf. Wer stimmt hierzu? Vielen Dank. Die Nein-Stimmen. Und gibt es hier Enthaltungen? Und hier haben wir wieder 30 Ja-Stimmen und 31 Nein-Stimmen. Damit hat Punkt 11 keine Mehrheit gefunden. Und ich rufe ab den Punkt 12 auf. Gut, das waren jetzt die Ja-Stimmen und die Nein-Stimmen bitte. Gibt es Enthaltungen? Und Punkt 12 hat mit 30 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Und damit haben Sie sich jetzt Geschäftsordnungsantrag Frau Krause. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich habe mal eine Frage. Und zwar haben wir vorhin bei der namentlichen Abstimmung bei uns hier im Carré geraunt, weil Herr Fischer Ja gesagt hatte. Und Sie haben dann aber angesagt, dass es 31 Nein-Stimmen gewesen seien. Ich bitte, das nochmal zu klären. Also, Frau Krause, es gab... Herr Fischer ist laut der Liste von Herrn Toastmann nicht da. Allerdings war die wesentliche Veränderung zwischen der ersten Abstimmung und dann der namentlichen Abstimmung, dass es insgesamt jeweils eine Stimme mehr war. Als erst hatten wir 29 Ja, 30 Nein und dann 30 Ja und 31 Nein. Dann habe ich möglicherweise ein Nicht-Da als Ja fehlinterpretiert. Es tut mir leid. So,
Und damit treten wir, wie angekündigt, in eine halbstündige Pause ein. Ich darf auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung an dieser Stelle nochmal verweisen und bitte Sie, 17:40 Uhr wieder hier im Saal zu sein.